Wir rollen. Wir rollen das R. Weil es uns gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Auch heute stellen wir mal wieder uns gegenseitig eine Figur der Geschichte vor. Der einzige Deal, sie weit nicht mehr hören unter uns. Und los geht's heute mit... Mir? Das war die souveränste Vorstellung, die ich seit langem gehört habe. Hallo, Ibims, ein Dominik. Sag mal, Philipp, ja? Was sagst du denn eigentlich so standardmäßig an Enden von A-Folgen? Und wenn auch ihr Lust habt, dass wir uns gegenseitig mal eine Figur vorstellen aus der Geschichte, dann schickt uns eine E-Mail. Was für ein Zufall! Mir hat nämlich jemand eine E-Mail geschickt. Nein! Ja, und zwar von einer Arbeitsadresse an meine Arbeitsadresse, mein lieber Kollege Johannes Lippmann. Nein! Und was soll ich sagen? Ich musste nichts ändern, es ist formidabel. Nein! Was, er hat es auch noch vorformuliert. In der Tat. Der Streber. Hallo Johannes, du hast meinen Sonntagabend entspannt. Ich habe ein Bier getrunken zu deinen Ehren. Alter, was? Du machst das alles mal schnell so am Sonntagabend, bevor wir hier in der Woche danach aufnehmen. Ja, halt, die Sonntagabend 4 Wochen vorher. Soll ich dir mal sagen, wie viel Arbeit ich in sowas investiere? Ah. Erstens, ich schrieb zwar einige Gedichte, aber meine Bücher werden in deutschen Schulen deutlich öfter gelesen und besprochen. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, ich schrieb zwar einige Gedichte, aber ich war nicht ganz dicht. War es Kafka? Nein. Jetzt habe ich den, vor lauter Wortwitz habe ich jetzt den Satz nicht gehört. Red weiter, Dominik. War es Kästner? Nein. Ich habe 3-mal geheiratet, war aber auch außerhalb der Ehe kein Kind von Traurigkeit. Ihr müsst jetzt den Blick von Dominik sehen, wie er auch noch seine Augenbrauen kurz hochzieht. Lasziv. Ich tippe auf irgendwas zwischen 1940 und 1970, Hauptschaffensphase. Hauptschaffensphase. Mhm. Wenn man gerade von außerehelichen Affären redet, ist Hauptschaffensphase auch eine interessante Formulierung. Okay. Guter Punkt. JK, möchtest du noch was sagen? Nee. JK Rowling. Ich hab den Anfang eh verpasst. J.K.R. Rowling. Drittens, mir wurde sogar eine Affäre mit einem König nachgesagt, die ich zeitlebens abstritt. Okay, nope. Vermutlich sind wir bei einer Frau. Möchtest du was sagen, Philipp? Ich befürchte, ich muss derzeit noch passen. Meine beiden Schwestern haben den gleichen Vornamen. Das ist verwirrend. Das ist extrem verwirrend. Weißt du, es doch verwirrender wäre, wenn es trotzdem noch ein Kerl wäre. Meine beiden Schwestern Heinz und Heinz Schmidt. Das ist eigentlich meine Lieblingsmomente, wo ich selber gar nicht packe. Aber es passiert mir normalerweise meistens mit meinen eigenen Texten. Also nochmal Kudos an... den Herrn Lippmann. An dem Platz, an dem ich den Tod fand, steht jetzt eine Pflegestation für Katzen. Diese werden dort von Freiwilligen gefüttert, geimpft und sterilisiert. Hm. Freiwilliger Katzensterilisator. Das ist auch was für ein Lebenslauf. Marie Curie. Nein, die hat ja keine größere Menge an Bücher geschrieben. Wer hat die Katzen sterilisiert? Nein. Nein. Ich bin mir sicher, der oder diejenige auch nicht. Achso, jetzt dachte ich, das wäre vielleicht Teil von diesem Gedenkmythos. Aber, also das mit dem, dass die Bücher davon noch aktuell in Deutschland in Schulen gelesen werden, das finde ich bemerkenswert. Ja, und der Jürgen starrt gerade auf die Bücher hinter mir. Denkt, was wird mein Vermächtnis sein? Ich habe jetzt gerade tatsächlich überlegt, es gibt ein paar englische Schwestern, die Bücher schreiben, die heute noch im englischen Kar zitiert werden. Die Bronte-Schwestern. Die wirst du nicht meinen und die heißen auch unterschiedlich. Jetzt heißen sie Mate und Mate, ja. Mate und Mio Mate. Eine heißt Emily, glaube ich, aber ich vermute, die meinst du nicht. Ein Grinsen umspielt seine Lippen. Nein, tatsächlich lache ich schmunzlig vor mich hin aufgrund des nächsten Hinweises. Auf einer Studienreise wurde ich von Piraten gekidnappt. Moment, hatten wir das nicht schon mal? Auf einer Studienreise wurde ich von Piraten gekidnappt.
Also wenn du damit keine Weiber aufreißt, weiß ich echt nicht, was mit dir verkehrt läuft. Nein, ich muss passen. Ich brachte die erste Giraffe nach Europa. Sie wurde in der Hauptstadt ausgestellt, wo sie viele an eine Mischung zwischen Kamel und Leopard erinnerte. Also diesen Vergleich habe ich auch schon öfter gelesen. Habe ich tatsächlich noch nie. Ja, also ich habe ein Faible für so, wie sagt man, nicht nur mittelalterlich, aber auch so mittelalterliche Darstellungen von Tieren, die die Leute offensichtlich nur mal flüchtig oder aus Erzählungen gefunden haben. So Nashorn von wie heißt der hier? Dürer. Ja, die sind ja richtig gut. Ja, aber da gibt es auch andere noch aus seinen früheren Schaffen, glaube ich. Und es geht mir aber eher darum, um sowas wie so Elefanten, die einfach so einen trompetenförmigen Rüssel haben, also der vorne so mega groß aufgeht, so ewig kurze Beine und so ein riesen Grinsen, wo du denkst, hä, die Person hat doch garantiert noch nie einen Elefant gesehen, den so zu malen. Also die Malerei ist ganz gut, aber die Repräsentation von dem Tier passt null. Und das finde ich einfach wunderschön, diese Diskrepanz, die du ja heute eigentlich gar nicht mehr hast, weil du einfach jedes Bild als Vorlage dir anschauen kannst. Ja, ich vermisse die Zeit auch. Ich vermute jetzt einfach mal, die hat vielleicht auch einfach Biologiebücher oder sowas geschrieben. Ah, wie heißt denn die Figur, die bei, könnte immer noch eine Königin Elisabeth sein? Nee, ich überlege gerade. Die hatte keine zwei Schwestern, die auch Elisabeth hießen. Das wäre so geil. The Elizabeth ist. Elizabeth. Damit wenigstens eine durchkommt. Boah, wenn wir eine auswählen, haben wir noch eine auf Reserve. Ich glaube, die andere hieß Maria. Beim Thema Ausfallen. Am Tag meiner Ermordung hatte jemand eine Rede gegen mich gehalten. Bei meiner Bestattung gab es dann große Tumulte und ein Politiker wurde erschlagen, weil er zufällig anwesend war und zu seinem Pech den gleichen Nachnamen hatte. Eine Verwechslung. Sorry. Popular. Pardon. Ach Mensch. Französisch? Eine französische Verwechslung? Ist das ein Code für irgendwas? Ja, ja. Ist das für Analsex oder was? Boah, was ist Dominik. Denn los? Was denn? Wow. Schauniveau. Für unabsichtlichen Analsex meinst du? Ja, verstehe. Oh, eine französische Verwechslung. Red weiter, bitte. Inspiration für Verbesserungsmöglichkeiten am Kalendersystem fand ich hauptsächlich in Ägypten. Okay, das ist so absurd. Das bringt uns, glaube ich, einfach null weiter, der Hinweis. Aber er ist schön. Naja, na gut, das sagt doch, dass es schon etwas länger her ist vielleicht. Ja. Ich glaube, heutzutage macht man sich keine Gedanken mehr über Kalendersystem, Revolution. Naja, wobei, Abschaffung der Sommerzeit und so. Ja, Einführung der Sommerzeit, auch noch nicht so lange her. Kleopatra, so lang vielleicht auch nicht. Nee, danke. Ich muss leider passen. 10. und letzter Hinweis. In einem bekannten Comic spiele ich eine wichtige Rolle, auch wenn ich dabei nicht immer gut wegkomme. Und wenn du jetzt nicht weißt, bin ich echt menschlich enttäuscht, Philipp. Okay, ein bekannter Comic. Daisy Duck. Daisy Duck. Niemand. Ja, klar, es könnte Cleopatra sein. Aber wer kommt denn schlecht weg in einem Comic? Und welchen Comic könnte man jetzt meinen? Jetzt steht er echt gewaltig auf dem Schlauch, beide. Ey, zum Glück bin ich einfach jetzt steht er echt gewaltig. Jetzt steht er richtig gewaltig zum auf Glück dem Schlauch. Bin ich bekannterweise dumm. Wer und, wurde denn hab jetzt ermordet? Habe jetzt keinen Druck. Wer hat denn in der wirklich hier noch Giraffen in die neue Welt gebracht? Wer hat denn am Kalendersystem vielleicht was geändert? Wer hat denn in der Zeit gelebt, wo die Schwestern noch den gleichen Namen hatten, weil die vielleicht auch nicht so viel wert waren? Red ruhig weiter, Dominik. Red ruhig weiter. Ich stehe mega auf dem Schlauch. Ich stehe auf einem kompletten Glasfaserkabelbündel von Nürnberg. Soll ich tatsächlich auflösen? Das ist, glaube ich, die peinlichste Auflösung der Geschichte von A. Vom die Leute zu Hause cringen total. Ja, das sieht ich voll aus. Lass es doch einfach stehen. Warte mal, ich drücke einfach auf Stopp. Ich schneide es nachher raus. Nein, Quatsch. Wisst ihr noch den ersten Beitrag? Den ersten Hinweis, ich schiebe zwar einige Gedichte, aber meine Bücher werden in deutschen Schulen deutlich öfter gelesen und besprochen. Was glaubt ihr denn, welchem Unterricht? Geschichte hätte ich getippt. Biologie. Latein. Latein, okay. Ja,
Hatte nie Latein. Ja, muss ich leider aufpassen. Ich hab auch schon überlegt, wer könnte es sein. Und ich meine, dann wird sich natürlich Asterix und Co. anbieten. Aber die Frage ist halt sozusagen, wer kommt denn da schlecht weg? Warte mal. Na, wer kommt denn schlecht weg bei Asterix? Ja, immer die Römer per se. Und wer da im Speziellen? Cäsar. Ja, ja. Ja, Julius Cäsar. Was? Das ist die Lösung. Und der hatte eine Affäre mit dem König. Und der hatte zwei Schwestern. Der hatte zwei Schwestern, die auch Julius heißen. Nein, die hatte zwei Schwestern, die gleichen Nachnamen hat. Ach, Nachnamen? Der hatte den gleichen Vornamen, Entschuldigung. Die also, Schwestern den gleichen Vornamen. Also aber ihr wisst doch nicht, wie die Schwestern von Cäsar hießen. Wie, die sind beide Julia? Julius? Nein, die hatten den gleichen Vornamen. Ah ja, da hast du uns jetzt aber dann ordentlich aufs Glatteis geführt, hey. Ich habe wirklich jetzt gedacht, dass die... Meine beiden Schwestern haben den gleichen Vornamen. Ja, okay, und ich bin davon ausgegangen, wie ich... Nein, das steht da nicht. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, deswegen war ich natürlich die ganze Zeit bei einer Frau. Ja, ich auch. Oh Mann. Ja. Super. Und, wie war der Vorname jetzt? Brigitta. Das ist dir jetzt wieder vollkommen egal. Dominik. Ja, also, danke. Schön war's. Vielen Dank. Leute. Und wenn auch ihr Lust habt, uns mal so richtig derbe zu verwirren, dann schlagt zu. Geht auf die Homepage auf das-8.de und sendet uns euren Vorschlag. Oder lasst es einfach. Ist auch gut. Gute Nacht.